Also vom Prinzip, warte mal. Ja, okay. Also hast du verstanden, wie du das machen musst oder noch nicht ganz so? Noch nicht 100%. Ich frage mich gerade, ob das also hier... Also warte, genau, ich glaube wirklich im Sinne von, das muss mehr nach Westen, weil Westen sozusagen ist wirklich, stell dir vor, das ist jetzt, also so wie das jetzt genau so abgebildet ist, muss das sein. So Norden ist halt ganz weit oben, also das heißt, du würdest die oberen Fenster treffen und würdest du weiter im Süden sein, würde ich mal behaupten, würdest du die unteren treffen. Deswegen würde ich jetzt, genau. Und dann müsstest du eigentlich alsbald, siehst du? Das Katapult beherrsche ich besser. Okay. Das heißt, du musst dann mal auf relativ weit links bleiben, ne? Das wird teuer. Na siehst du. Hast du alles noch nicht? Oder oben ist noch ein Blumentopf, glaube ich, oder zwei, oder? Oder? Ah. Ne, da ganz oben, siehst du? Sind das noch welche, oder sieht das nur so aus? Ne, da sind noch welche. Ah. Muss ich jetzt alle abknallen? Ja, scheinbar. Also, du musst ja ihre Aufmerksamkeit irgendwie erringen. Ei, ja. Diesmal hab ich's. Ist okay. Einer fehlt noch. Also, dann sind zumindest die kaputt. Ich meine, ich würde sagen, so eine Scheibe einschlagen oder so Stein ans Fenster ist ja eigentlich besser als die Blumentöpfe da alles zerdeppern, aber scheinbar. Hm. Aber die Höhe war schon mal gut. Weiter links also. Die Höhe hat mir sehr gut gefallen. Genau, kannst du ja so bis an die Inseln da orientieren. Das kann sehr schön. Gut beherrsche ich besser. Und jetzt hast du alles. Ja, oder du musst mal wegdrücken. Du hast es geübt. Vielleicht kannst du das jetzt irgendwie beenden. Das Katapult beherrsche ich besser. Kann ich das jetzt kannst nicht das beenden? Kannst du das beenden? Mit Rechtsklick nee. Oder mit Escape oder so? Diesmal hab ich's. Nee, ich komme da nicht raus. Ja, aber wo musst du treffen? Ich meine, du hast jetzt, ich dachte, das Ziel war jetzt wirklich die ganzen Blumentöpfe zu zerschellen. Oder sind die da über den unteren Balkon jetzt, da sind noch zwei Blumentöpfe, gelten die auch, oder? Ah, die sind noch mit, das ist doch Hintergrund, oder nicht? Ich würde sagen, oder? Ja. Oder kann ich die treffen? Ah, ganz knapp. Ich meine, unten hat doch jemand Au gesagt, kannst du auf das ganz rechts unten das Fenster zielen, vielleicht? Nicht das Glas! Genau, dann machen wir ganz rechts unten. Das Fenster, du weißt, was ich meine, ne? Hm. Zack. So. Ei. Ei, caramba. Ich hab es fast. Also, er hat definitiv durchgeworfen gerade. Aber du musst mehrmals das, wo der eine reagiert, weiß ich nicht, da mehrmals reinwerfen, aber der sagt dann einfach nicht das Glas und dann. Vielleicht muss ich das Fenster darüber machen. Schillerlocke. Das ist sie. Und jetzt wickle ich einfach diese 10-seitige Nachricht um einen Stein. Ich weiß trotzdem, welches Fenster du jetzt anvisiert hast. Also das oben rechts. Ganz oben rechts. Ich muss die anderen holen. Ach, da wirft er das gleich da rein. Das ist so unnötig. Warum nicht einen kleinen Stein nehmen da? Sie haben sie bekommen. Okay, sie kommt raus. Ist ja auch mega unauffällig. Greift euch Muriel und bringt sie zum Doc. Hoffentlich mag sie die Nachricht. Wer hat das geschrieben? Irgendwas stimmt hier nicht. Nein. Ja, hat das schon mal gut geklappt, ne? Ja, wow. Alles Muriel. Umsonst, oder was? Warte! Was? Gouverneur Derek? Du schleimiger, stinkender Wurm! Warte! Töte ihn nicht! Zumindest nicht sofort! Sag dieser Kreatur, sie soll mich sofort an Land lassen! Herr Gouverneur, wie wär's mal mit Klappe halten? Und ich bitte euch, eure Hoheit, tut nichts Überstürztes. Das werde ich nicht! Mhm.
Und dann möchte ich noch, dass alle Blumen durch Veilchen ersetzt werden, gleich nachdem die Minnesänger ihr Lied vorgetragen haben. Und herhören! Alle mal herhören! Ich habe etwas zu verkünden. Oh nein, nicht du schon wieder, Dickerchen. Laut Anweisung des edlen Gouverneurs Derrick sollen die Truppen alle Kanonen im Fort Bolsa Chica besetzen, um sich auf den Angriff auf Mary Kay durch den verräterischen Captain Greenbeard vorzubereiten. Und die Hochzeit wird abgesagt. Was? Auch da die Brüste wackeln wieder, ne? Ja. Also wirklich. Es tut mir leid, mein Schatz, aber ich habe dich nie wirklich geliebt. Du bist ein Geschöpf des Meeres und somit unter meiner Würde. Wenn du dich nochmal hier blicken lässt, werde ich dich gefangen nehmen und zurück ins Wasser schmeißen lassen. Die Menschen. Ich will sie niemals wiedersehen. Oh. Da ist sie! Die Verdigris Queen! Sie läuft in den Hafen ein! Habe ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt, Baby, jetzt! Versenkt das Schiff jetzt! So, das war der letzte. Die übrigen sind auf der anderen Seite festgebunden. Tausend Dank, Bluebelly. Muriel ist wieder sicher zu Hause und bereitet sich auf das Bootcamp vor. Hab ich ganz vergessen. Diesmal etwas. Dieses Mädchen. Vielen Dank, Eure Hoheit. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Okay, Betty. Los, spuck's aus, oder ich verpasse dir ein Holzbein. Wo ist Greenbeard? Greenbeard ist schon auf der Insel, um eine Falle zu stellen. Er ist schon vorausgeeilt. Er hat mich geschickt, um die Stadt zu plündern. Dieser Schleimbeutel kann nicht mal seine eigene Drecksarbeit erledigen. Ich gehe zurück, um meinen Freunden zu helfen. Ja. Hat mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, das war schon sehr rabiat, oder? Also, so ein bisschen? Also, ich meine, okay, die Hochzeit stoppen ist ja okay, aber das ist gleich so, ja, also eigentlich will ich gar nichts mehr mit dir zu tun haben, geh weg, sonst schmeiße ich dich ins Wasser. Aber da ist wieder so diese Szene, wie jetzt plötzlich die Crew da an Land war, da hast du gemerkt, hat wieder das Budget gefehlt für irgendeine Zwischensequenz, die das Ganze ein bisschen eleganter löst. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das ist wirklich das größte Problem hier, glaube ich. Also, aber ich sag mal so, ich kann damit noch leben, wenn ich zumindest, sag ich mal, ja, auch wenn die Story jetzt nicht so ganz rund ist, aber ich sag mal, wenn ich wenigstens mit den Rätseln Spaß habe oder mit dem Spiel an genau. sich, dann macht das schon viel wett. Und es macht trotzdem Spaß. Also ich sag, die Rätsel, ja, sind manchmal ein bisschen komisch, aber jetzt nicht irgendwie komisch unschaffbar. Ja. Nö, ich fand sie bisher eigentlich tatsächlich durchgehend fordernd, aber nicht frustrierend. Ja. Ich meine damit so komisch im Sinne von, ich konnte auch das zum Beispiel mit der Leiche da nicht nachvollziehen oder so ganz, also du weißt, was ich meine. Ja, oder ach die, so, ja, ja. Die Stäbe so, aber es war ja trotzdem, man konnte drauf kommen, ja. So, willst du jetzt mit Papa Doc weiter spielen oder willst du zu ihr gehen? Papa Doc oder Jane? Du kannst ja auch so und ich überlasse es dir. Dann mach mal nochmal Jane. Ja, du brauchst wieder ein paar Wackel- ja. Kandidaten hier, ne? Flints Abzeichen. Das ist das Wappen des nobelsten, stattlichsten und tapfersten Piraten aller Zeiten. Retro Floppy! Dass er mir irgendetwas bedeuten würde, wenn du verstehst. Ich wiederhole nur, was alle sagen. Retro Floppy. Oh Gott, ich bin so der einsam. Floppigste auf dem ganzen Meer. Den Weltmeeren. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas? Grand Facile-Blockade. Admiral Césaire hasst Piraten. Er würde mich sofort umhauen. Ich muss einen keine Ahnung, wer das ist. Zu Kate finden. Also das ist auch so ein Charakter, der wurde jetzt einfach eingeführt. Wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass er existiert. Ne? Aber ich mag diese typischen Bill-Tiller-Wolken. Ja. Da möchte man sich am liebsten mit einem schönen, heißen Rum irgendwo verstecken. Und oh, mit ja. Flint. Das klingt doch traumhaft, oder? Admiral Césaire hasst Piraten. Er würde mich sofort umhauen. Ich muss einen anderen Weg zu Kate finden. Ja, Katze? Mau, möchte ich auch mal melden, ne? Kannst du wieder Segel irgendwie... Wage es hast nicht, du, hast du was im Inventar? Hast du da schon mal geguckt? Nee, gar nichts. Gar nichts. Kannst du hinten am Ruder irgendwas Unwetter. Machen? Dann möchte man sich am liebsten mit einem schönen heißen Rum irgendwo verstecken. Und mit Flint. Und mit Flint, aha. Die und Guybrush, ich meine Flint, haben schon mal was am Laufen, ne?
Ja, unten hinten links, guck mal da, ist da an dem Ruder, also den kannst du auch nichts machen. Hat hier was am Körper, was du nutzen kannst? Das meinte ich jetzt nicht, aber... Ach, Floppy. Gibt ja nur das, du kannst nur was, du musst was mit den Abzeichen da machen können, oder? Rausreißen oder geht gar nicht. Das ist das Wappen des nobelsten, stattlichsten... Du hast schon versucht, es zu nehmen, ja? Das will sie nicht. Nicht, dass er mir irgendetwas bedeuten würde. Kannst du damit sprechen? Ich wiederhole nur, was alle sagen. Oh Gott, ich bin so einsam. Ja, deswegen sprich mit dem Abzeichen. Dann kannst du dich... Ich glaube, das möchte lieber eine Weile für sich sein. Oder du sprichst mit der Blockade im Sinne von, dass wage du... Wage es nicht, das anzufassen. Ist ja gut. Blockade war ja rechts. Der hat nur seine Kanonen im Kopf. Oder kannst du da einfach hingehen im Sinne von... Ich komme nicht ran. Dann... Bewegen tut sie sich auch nicht irgendwie. Flint's Abzeichen. Es gibt ja so viel gibt's ja jetzt gar nicht. Die Blockade gibt's... Issy Pippi Delta. Issy Pippi. Das Issy-Pippi-Delta ist mal wieder überflutet. Das Wetter spielt verrückt momentan. Oh, Pippi-Kaka-Humor. Ja, komm, ich finde immer noch hier Spritzi-Spritzi ja toll schlimmer. Also. Ja, ey, was ist schlimmer? Entscheidet ihr in den Kommentaren bitte. Findet ihr das Nattena toll oder das Issy-Pippi toll schlimmer? Ja, vielleicht Issy-Pippi-Delta. Vielleicht interpretierst du da gerade ein bisschen zu viel rein. Vielleicht. Das kann auch einfach sein, dass das jetzt nur in der deutschen Übersetzung für uns so schlimm ist und im Englischen richtig. Ist es so Issy Pippi, das ist. Vielleicht heißt das auch irgendwas in keine Ahnung. Ja, es gibt auch den Titicacasee, so, weißt du, da kannst du auch sagen, oh, lustig. Titicaca gesagt. Da muss ich nicht hingehen. Gibt's noch ein anderes? Ich will meine Position nicht aufgeben. Hey, Position, du bist allein in deinem kleinen Bötchen da, weißt du? Also das Issy-Pippi-Delta ist mal wieder überflutet. Das ja, natürlich ist es überflutet. Natürlich ist das Issy-Pippi überflutet, warum nicht, ne? Offenes Meer. Das ist der Weg nach Port Scallywag. Oh, offenes Meer, geh mal dahin. Zurück nach Port Scallywag? Nicht ohne die kühne Kate. Ich sprich liebe mit offenem dich. Meer. Oh, du offenes Meer. Fühlt sich gut an, lebendig zu sein. Ich werde nicht nochmal sterben. Aber irgendwas muss man bei ihr jetzt machen können. Also sie wartet doch jetzt nicht einfach nur darauf, dass irgendwie der Rest... Das geht ja gar nicht. Ich meine, Papa Doc, der ist ja irgendwo ganz anders. Der ist ja auf seiner Azteken-Insel da. Also ist ja völlig woanders. Da ist irgendwo noch ein... Dieses Abzeichen, ist das der Pokal oder das Schwert daneben? Ne, sind beides die Abzeichen. Kannst du die Naht, da kannst du das die Naht aufreißen? Nee. Müssen wir doch erst mit Doc was machen. Ach ja, ich wette mit dir 100%, ist ja irgendwo ein Pixel, den wir aber sehen. Also. Eine kleine Pixelage. Da kannst du irgendwo eine Schraube rausziehen oder so. Oder. Ja, kannst du erstmal Papa Doc machen, das ist auch in Ordnung. Also. Ist erledigt, das ist wieder sowas, dass jeder sein eigenes da machen muss, aber. Das Seil, guck mal, das eine Seil da vorne ist irgendwie grau. Ja. Aber das ist. Okay, weil es sah jetzt irgendwie so komisch aus, weißt du? Kannst du auf den Mast hochklettern vielleicht? Irgendwie, wenn du. Offenes Meer. Ja, dann lass mal einfach die Maus einfach über alles wandern. Mach ich doch die ganze Zeit. Also, dass du vielleicht mal von oben anfängst und dann so mache ich das immer, wenn ich... Unwetter, offenes Meer. Ein Fragezeichen auf unsere Stirn? Klebt irgendwas am Unterboot, ne? Auch nicht Unwetter. Blinds Abzeichen. Damit will sie nicht interagieren. Da hinten ist das Titicaca-Atoll oder wie ist das ja? Pippi? Ist sie Pippi? Hey, aber. Ja, sprich mal damit. Das hat keinen Sinn. Kannst du mit einem Unwetter sprechen, hey, das beschwören? Ich wollte gerade etwas. Ich kann nicht. Vergiss es.
Irgendwas muss, kannst du das Wasser trinken. Geht auch nicht, oder? Ich liebe dich. Also, ihr redet nur damit. Offenes Meer. Fühlt sich gut an, lebendig zu sein. Ich werde nicht nochmal sterben. Du kannst ja, also irgendwas muss ja mit der Blockade machen können, oder? Ich weiß es auch nicht, also. Kannst du mit dem Issy-Pippi-Delta nicht interagieren? Ich will meine Position nicht aufgeben. Da muss ich nicht hingehen. Das ist das Wappen des nobelsten, starkesten, ja, das hat man ja schon. Tapfersten Piraten aller Zeiten. Nicht, der dass Doc. Irgendetwas bedeuten würde, wenn du verstehst. Ich wiederhole nur, was alle sagen. Oh Gott, ich bin so einsam. Kannst du in dem Boot rumlaufen? Bringt das irgendwas? Das also lieber eine Weile für sich sein. Also, nee, dass du einfach nach vorne läufst. Gar nicht. Die bleibt wirklich auf dem Ding stehen. Auf dem, ja, die bleibt hier an der Position stehen. Ich klicke gerade die ganze Zeit rum und sie macht halt nichts. Das ist sonderbar. Die Ringe vom Segel kannst du oben auch nicht lösen, ne? Ganz oben. Nee. Und die Blockade, da hatten wir auch schon alles durchprobiert. Alle drei Aktionen, ne? Ja. Der fissile Blockade. Der hat nur seine Kanonen im Kopf. Untersucht, hast du die mal untersucht schon? Admiral Césaire hasst Piraten. Er ja, haben auch schon. Umhauen. Ich muss einen anderen Weg zu Kate finden. Und dann... Ich komme nicht ran. Das Einzige, was man machen kann, wenn du jetzt nicht zu Kate möchtest... Warte mal. Ist zurück da, nach Port Scallywag? Nicht ohne die kühne Kate. Ist ja irgendwo ein Paddel vielleicht oder so. Irgendwo im Innenboot, aber... Auch nicht, ne? Nee, da ist ja nichts. Ich meine, das Einzige, was du machen kannst, ist ja eigentlich nur ins Wasser springen, wenn du jetzt nicht da, die will da nicht hin. Da muss ich nicht dann segelt entweder zum Issy-Pippi-Delta oder... Da will sie auch nicht hin. Schwimmt durch. Ja, aber das wäre, das ist das einzig Logische, ne? Aber man muss ja schon irgendwie lösen können, also... Hey, gibt es irgendwo einen kleinen Punkt, den wir übersehen? Einen Mini-Punkt? Da möchte man sich am liebsten mit einem schönen, heißen Rum irgendwo verstecken. Und mit Flint. Blind. Ich finde ja komisch, dass du das da hinten nicht berühren kannst. Das ist doch eigentlich der. Das ist doch eigentlich ja das Dings ja, ne? Hey, ich wollte gerade etwas. Ich kann nicht. Segelteil. Ruder da hinten, ne? Das Ruder, kannst du da die Schrauben vom Ruder hinten. Nee. Lösen? Auch die unteren nicht? Nö, überhaupt nichts. Ich bin gerade echt überfragt. Also vielleicht muss wirklich erst Doc irgendwas machen, damit hier was passiert. Ja, wir können es ja erstmal machen. Im allerschlimmsten Notfall, wenn wir gar nicht weiterkommen sollten in Zukunft, können wir mal einen Blick in die Komplettlösung werfen. Aber ja. Ich will es jetzt vermeiden, aber lass erstmal Papa Doc machen. Also, ich glaube, vielleicht macht der irgendwas mit dem Wetter. Obwohl ich es komisch finden würde, weil bis jetzt im ersten Kapitel konntest du auch alles getrennt voneinander machen, weißt du? Aber es gibt schon mal ein paar mehr Sachen, die du machen kannst. Also. Hohes Fenster. Das ist das einzige Fenster ohne Balken. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass niemand dort herankommt. Klar schaffst du das. Lauf aus der Ecke heraus, stoß dich vom Boden ab und schwing dich aus dem Fenster. Ich würde es ja machen, aber ich esse tatsächlich ab und zu. Also wiege ich mehr als 10 Kilo. Ja gut, gerade ein bisschen Geist, da bist du bestimmt ein bisschen leichter auf den Füßen, ne? Wahrscheinlich. Da war jemand besessen von Lattenzäunen. Aber weißt du, was ich sagen muss, was wirklich... Lattenzäunen. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde, was wirklich eine etwas, verschenkte Chance ist. Ich glaube, hätten die mehr Zeit, / Budget gehabt, hätte man das auch besser regeln können mit diesem echter Körper-Geist-Form, weißt du, dass man da wirklich nach Belieben hin und her switchen könnte. Das wäre wahrscheinlich noch mal interessanter gewesen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Weißt du, weil hier ist ja so, okay, die legen sie einfach hin, wenn sie sich hinlegen wollen. Man hätte da bestimmt noch mehr draus machen können. Weil die Mechanik finde ich eigentlich ziemlich interessant, weißt du? Ich auch. Hätte man echt mehr machen können. Ja. Wellenlinien vom Priester und der Herrscher ist beleidigt. Was bedeutet das? Eine ungewöhnliche Brücke verläuft über das Wasser zum Thronsaal, geformt wie der aztiklanische Gott der Brustmuskeln. Aztiklanisch. Sieht aber nicht gerade robust aus. Kannst das Fenster aufreißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein kaltes Steinbett. Gib nicht auf, Papa Doc. Wir wenden uns an den Herrscher. Wir holen dich da raus, selbst wenn es 30 Jahre dauern sollte. Ja, wenn er so alt ist, vielleicht hat er gar nicht mehr so viel, ne?
Ich kann sie nicht verbiegen, aber Metallstangen können die Wahrheit nicht zurückhalten. Theoretisch. Momentan klappt das leider ganz gut. Da ist ein Totenschädel links in der Ecke. Kannst du den nehmen? Nee. Eigentlich aber ich kann da durchlaufen. Ich kann das Gefängnis als Geist erforschen, aber ich muss zurückkehren, um meinen Körper zu befreien. Ja, kriegen wir hin. Mit dem Herrscher und Ischel sprechen. Na, bist müde.